And to discriminate only generate hate. And when you hate, then you're bound to get. Das Lied ist auf jeden Fall cool, aber noch cooler wär's, wenn ihr meinen Partner IG folgt, in der Beschreibung abcheckt. Diese Überleitung war mal richtig behindert. Und ja, ihr bekommt nämlich auch einen Rabatt mit dem Rabattcode FIFAALLSTARS. Nochmal 6% bekommt ihr da auf euren Einkauf. Und ja, Freunde, jetzt wünsche ich euch auch schon viel Spaß bei diesem Video. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute habe ich für euch eine kleine Squad-Building-Challenge-Lösung. Und zwar befindet sich diese bei den Top-Partien. Wenn man all diese vier Squad-Building-Challenges sozusagen löst, dann bekommt man auch noch einen Foot-Draft-Token, also das zahlt sich schon aus. Und wir lösen eben heute die Bilbao gegen Real Sociedad-Challenge. Und ja, dann seht ihr hier auch schon direkt die Lösung eingeblendet. Links könnt ihr sehen, dass alles abgehackt ist. Ich gehe schnell die Spieler durch. Wir haben hier auf jeden Fall Rulli, den habe ich erst sniped für 1000 Münzen. Dann haben wir hier den Rico, den habe ich als Erstbesitzer im Verein gehabt. Dann haben wir auch noch den Ron Caglia, den habe ich auch als Erstbesitzer im Verein gehabt. Dann den Alexis, den habe ich mir für 500 Münzen mal geholt gehabt. Und dann haben wir hier den Boveda, eben von Atletico Bilbao für 2900 geholt. Dann den Pardo für 3000 Münzen geholt. Dann den Benat für 2500 Münzen geholt. Dann den guten Diop, den haben wir uns nicht geholt, den hatten wir in einem Pack mal drinnen. Also ich kann euch echt nur raten, behaltet den Spieler, die ihr in Packs zieht und benutzt ihn dann für Squad-Building-Challenges. Dann den Gonzalo hier für 1300, nee, Gonzalo habe ich gesagt, Gonzales natürlich für 1300. Dann den Faye, keine Ahnung, für 1300 Münzen und den Stürmer dann noch für 350 Münzen als Snipe. Also das zahlt sich schon aus, denn dafür bekommt man ein 25k-Pack und das senden wir jetzt natürlich auch direkt ab. Und hier könnt ihr es sehen, ein Premium-Goldspieler-Set und das öffnen wir jetzt natürlich auch. Und ich brauche kein Tutorial wie FIFA-Spieler, ich kenne mich da schon ganz gut aus. Und dann gehen wir hier in den Shop hinein und dann öffnen wir auch direkt das Pack. Und falls ihr öfter solche Squad-Building-Challenge-Lösungen haben wollt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir das gerne auch in die Kommentare. Und ja, hier könnt ihr es sehen, 12 Spieler, 10 Gold, 3 Seltene, wir öffnen das Pack auch direkt und hoffen auf eine gute Karte. Komm schon, wenn der Stern groß ist, dann ist das Pack gut, aber die Sterne waren klein und das heißt, wir bekommen in diesem Pack Kabea. Ist ganz in Ordnung, aber da hätte natürlich gut und gerne auch was Besseres drin sein können, denn es ist immerhin ein 25k-Pack. Dann haben wir noch Suarez drinnen, der ist im Moment ja ein bisschen was wert, da er natürlich auch in der BBVA spielt. Jo, da kann man auf jeden Fall auch alle Spieler, die in der, BBVA spielen, reinstellen, denn die sind im Moment alle ein bisschen mehr wert. Vielleicht dieser Kollak, der dürfte auch ein bisschen was wert sein, da er einfach ZOM ist. Und ihr könnt es hier sehen, der ist auch so, ja, 1000 Münzen ungefähr wert. Und von dem her geht das Pack in Ordnung. Wir haben jetzt leider keinen Gewinn rausgeschlagen. Aber wenn in diesem Pack was Gutes zieht, dann zahlt sich das schon aus. Und ja, Freunde, das war es auf jeden Fall auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da, falls ihr eben sowas öfters sehen wollt. Kabea geht für 1000 Münzen leider nur noch. Und ja, was ist von meiner Seite aus? Checkt gerne noch meinen Partner IGFault in der Beschreibung ab. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.